Moin! Im heutigen Video schauen wir uns die Göttin Athene oder im römischen Minerva mal etwas genauer an. Viel Spaß! Fangen wir zunächst wie immer in unserer Reihe über die griechischen Götter mit der Geburtsgeschichte der Göttin an. Athene war laut Hesiod eine Tochter von Zeus und der Okeanide Metis. Als Metis schwanger war, hatten Gaia und Uranos jedoch Zeus eine Prophezeiung geschickt, die besagte, dass wenn Metis einen Sohn haben würde, dieser Zeus stürzen würde. Metis war mit 2 Kindern schwanger und das Risiko, dass da ein Sohn dabei war, wurde Zeus zu groß. Zeus verschlang also die schwangere Metis und ihre beiden Kinder. Dass die eigenen Kinder gegessen werden, scheint ein beliebtes Motiv in der griechischen Mythologie gewesen zu sein. In unserem Video zur Entstehung der Welt lief das ja so ähnlich ab. Zeus litt nach seinem Essen jedoch unter unglaublichen Kopfschmerzen. Es wurde so schlimm, dass Zeus seinen Sohn Hephaistos anrief, damit der Zeus den Kopf zerschlug. Daraus soll dann Athene mit voller Rüstung entsprungen sein. Zeus konnte das als Göttervater übrigens easy überleben. Da Athene aus seinem Kopf geboren wurde, wurde sie automatisch mit Weisheit und Intelligenz in Verbindung gebracht. Tatsächlich war Athene die Göttin der Weisheit und des strategischen Krieges. Das zweite Kind der Metis bleibt übrigens ungeboren. Athene wuchs beim Meeresgott Trition auf und verstand sich besonders gut mit dessen Tochter Pallas. Nein, so gut dann auch wieder nicht. Jedenfalls wuchsen die beiden gemeinsam auf, bis Athene Pallas irgendwann aus Versehen während eines Kampfspiels tötete. Athene war daraufhin sehr traurig und ließ zu Pallas Andenken eine Statue, das Palladion, schaffen und nahm außerdem den Namen Pallas Athene an. Dieses Palladion spielte übrigens auch eine wichtige Rolle im Trojanischen Krieg, checkt da doch gerne mal unser Video dazu auf der Infokarte ab. Auf den Trojanischen Krieg kommen wir gleich nochmal zurück. Athene war also eine Tochter des Zeus. Gleichzeitig war Athene auch einer der 12 olympischen Götter. Setzen wir Athene also in den Stammbaum der olympischen Götter ein, dann sieht das so aus. Kommen wir also zurück zum Trojanischen Krieg. Bei diesem Konflikt zwischen den Griechen und den Trojanern waren sich selbst die Götter untereinander uneinig. So standen Ares, Apollo und Aphrodite auf der Seite der Trojaner, während Poseidon, Hera und auch Athene auf der Seite der Griechen standen. Athene spielte bereits in der Vorgeschichte um den Trojanischen Krieg eine wichtige Rolle. So war sie eine der 3 Göttinnen, die den Eresapfel mit der Aufschrift „für die Schönste“ für sich beanspruchten. Der trojanische Königssohn Paris sollte zwischen Aphrodite, Athene und Hera die schönste Göttin auswählen und nachdem er sich für Aphrodite entschied, waren Athene und Hera Troja nicht mehr wohlgesonnen. Die gesamte Vorgeschichte des Trojanischen Kriegs haben wir uns auch schon in einer kleinen Videoreihe angeschaut. Auch dazu die Playlist findet ihr auf der Infokarte. Jedenfalls, Athene griff später dann im Krieg durchaus auf Seite der Griechen auch ein, besonders indem sie die Helden Achilles, Diomedes und Odysseus beschützte und als Göttin des strategischen Krieges beriet. Wie ihr vielleicht wisst, konnten die Griechen schließlich durch eine List des Odysseus, durch das trojanische Pferd, den Krieg gewinnen. Odysseus durfte nach dem Sieg über Troja jedoch nicht so schnell nach Hause zurückkehren. Stattdessen kam es zu den Irrfahrten des Odysseus. Besonders der Gott Poseidon sorgte für ständig neue Unwetter und Winde, die eine Heimkehr des Odysseus verhinderten. Auch hier fungierte Athene als Beschützerin des Odysseus und sorgte schließlich 10 Jahre später für seine Heimkehr. Athene und Poseidon stehen sich übrigens auch in einigen anderen Geschichten gegenüber. So stritten sich Athene und Poseidon einmal um die Schutzherrschaft einer gewissen Stadt. Schließlich kam es zu einer Einigung. Derjenige, der den Bewohnern der Stadt das bessere Geschenk machen sollte, würde gewinnen. Während Poseidon eine Quelle, aus der aber nur Salzwasser kam, als Geschenk gab, schenkte Athene den Bürgern der Stadt einen Olivenbaum. Durch dieses coole Geschenk wurde Athene die Schutzgöttin der Stadt, die seitdem auch ihren Namen trägt, Athen. Auch in der folgenden Geschichte treffen Athene und Poseidon aufeinander. Athene war neben der Weisheitsgöttin und der Göttin des strategischen Krieges auch noch aus voller Überzeugung Jungfrau. Eines Tages kam Athene in ihren Tempel und sah, wie Poseidon mit einer Frau, die außerordentlich schön war, Geschlechtsverkehr hatte.
Athene wurde daraufhin unglaublich wütend und verwandelte diese Frau in ein hässliches Ungeheuer. Die Frau hatte von nun an Schlangenhaare und ihr Blick konnte Menschen in Stein verwandeln. Der Name dieser Frau war Medusa. In der Folge half Athene sogar dem Helden Perseus noch dabei, Medusa zu töten. Werfen wir also zum Abschluss noch einen Blick auf den Charakter und die Attribute der Athene. Wie ihr an der letzten Geschichte erkennen könnt, ist Athene, wie jeder andere Gott auch, leicht kränkbar. Das zeigt sich auch in der Geschichte von Athene und der sterblichen Arachne, die Athene zu einem Webeduell herausfordert, und weil Arachne dieses Duell gewinnt, verwandelt die Göttin sie kurzerhand in eine Spinne. Außerdem war Athene strikt jungfräulich. Nichtsdestotrotz war es auch Athene, die, auf Bitten des Titanen Prometheus, den Menschen die Weisheit und das Wissen eingehaucht haben soll. Athene wurde oft in ihrer Kriegsrüstung abgebildet. Gleichzeitig war die Eule das Symbol der Athene. Die Eule gilt schließlich auch als Vogel der Weisheit, was zu Athene passt. Während Athene die Göttin des strategischen Krieges war, war Ares der Gott des brutaleren Krieges. Mit diesem Gott Ares haben wir uns auch schon im hier links eingeblendeten Video beschäftigt. Das findet ihr also jetzt hier links eingeblendet. Ansonsten lasst gerne noch einen Like oder ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und schaut noch gerne auf unserem Instagram oder in der Videobeschreibung vorbei. Und dann war's das von unserer Seite. Tschüss!